Ich habe hier als Deckelbein-Einwand geschrieben, vergesst New York, vergesst London, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Der Hotspots des Punk war, ist seit den ersten Tagen Huchting. Und das ist so. Von Anfang an ist Huchting dabei gewesen mit einer super geilen Szene und nicht so gefalltätig wie das Viertel, sondern wir haben das aus Spaß und Erfolg gemacht und die Musik war immer geil. Das ist der Punk-Gottfried, der war neu. Jeden Tag das gleiche Programm. Das ist das Anliegen, das du ständig sollst. Das Punk-Fancy Nummer 1 war im Jahre 1976 die Bravo. Die Bravo berichtete schon sehr früh über die Sex Pistols, die man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Deutschland hören konnte, weil sie noch keine Platten veröffentlicht hatten. Die Zeitschrift startete mit einer kleinen Serie über Punkbands, die über zwei Seiten etwas über die Clash, die Damned und die Ramones zu lesen gab. Alle anderen großen Musikzeitungen berichteten zwar auch über die neue Musik aus England, aber in deren Artikeln kamen die Punkbands zu 99% schlecht weg. Allein durch die Berichte über diese Bands, Sex Pistols und Skandalgewitter, oder Sex Pistols, schon wieder ein Plattenvertrag frisch, wusste ich irgendwie, das ist meine Musik. Moin, ich bin in meiner alten Heimat Bremen mal wieder, in Huchting. In Huchting war ich damals auch auf der FOS, auf der Kunsthochschule, Fachhochschule für darstellende Künste, egal. Also ja. Ich bin in Bremen-Huchting und hier bei mir in Bremen-Huchting sitzt einer der alten Punk-Huchting-Veteran, nämlich Sven Limberg, yeah. Ehemals AIDS Cats und ein alter Huchting-Kenner. Und du, Sven, du hast mehrere Buchsachen rausgebracht oder versucht rauszubringen über Huchting, die mit der damaligen Punk-Szene in den 80ern mit Huchting zusammenhingen. So sieht das aus. Ich habe ja irgendwann mal meinen Roman geschrieben, einfach über die 80er hier in Huchting. Habe auch drei Lesungen gemacht. Hier einmal, ja, zweimal in der Friese, einmal auf so einem Festival in Brelo beim Kumpel, die alle eigentlich grandios gelaufen sind. Die Leute haben sich totgelacht und darum ging es eigentlich bei meinen Geschichten eigentlich, dass sie nicht so bierernst rüberkommen sollten, die Sachen so aus den 80ern, wo es eigentlich eine bierernste Zeit war. Und es war einfach, ja, bisher immer geil und ich versuche die Scheiße natürlich irgendwie jetzt zu veröffentlichen. Das habe ich zum Beispiel mal hier gemacht. Das ist die Geschichte des Punk in Huchting von 1977, angefangen mit der ersten Band hier in Huchting, mit Overkill, bis in 2000er rein, wo zum Beispiel Ad Nauseam ihre letzten Konzerte gespielt haben, sind alle Plakate, alle Flyer, alle Konzertdaten, alle Bands drin, alle Veröffentlichungen der Bands und alle, die irgendwie was mit Huchting zu tun haben. Ja, davor treibe ich mir meine Zeit gerade so mit, hier in der Corona-Zeit. Ne? Man hat Langeweile und muss ja irgendwas machen. Und da setze ich mich am PC und ja, hol mein Archiv aus dem Keller und blätter da so ein bisschen drin rum und versuche das ans Büro rauszubringen. Das ist ja, du hattest es gerade schon auch gesagt, Huchting zählte irgendwie gar nicht so zur Bremer Punk-Szene. Also selbst mit eurer Band hieß es dann aus Huchting, so als ob Huchting nicht ein Stadtteil von Bremen ist. Erzähl doch mal, wie eure Relation war zu Bremen und Huchting. Wir sind natürlich immer ins Viertel gefahren oder zum Schlachthof. Aber mir kam das immer so vor, als ob die Viertelpunks am Brill einfach nicht umsteigen konnten. Also, dass die sich nicht merken konnten, dass man mit der 6 bis Huchting fährt. Und dann hätte man vielleicht nochmal in den Bus steigen müssen, um ins Jugendzentrum zu kommen. Die waren nie in Huchting, irgendwie die Leute. Aber dadurch war Huchting natürlich auch nicht so gewalttätig wie die ganzen Schlachthofkonzerte damals in den 80ern, wo es ja grundsätzlich immer welche auf die Fresse gab. Und wir haben hier eigentlich in Huchting immer unsere eigene Scheiße gemacht und Konzerte organisiert. Und das eigentlich schon seit 78 haben wir die ersten Bands in Huchting gespielt, meist in Schulen oder Kirchen. Also, und es war immer eine sehr aktive Szene gewesen, die an Huchting, muss ich mal eben so sagen. Habe ich jetzt auch gerade erst so rausgefunden, nachdem ich mich mit den ganzen Leuten so nach und nach getroffen habe. Weil irgendwie existieren ja noch alle, die in diesen Bands gespielt haben. Und ich habe da mal so eine kleine Rundreise gemacht und habe die Leute besucht. Und jetzt fing der Song No Fun an. Noch so eine Höllennummer. Als ich auch diesen Song durch hatte, wusste ich, jetzt kannst du nur noch Punk werden. Zwei Songs, die mein Leben verändern. Wir hörten uns die Songs noch ein paar Mal an und ich meinte zu Bieber, die Single muss ich mir auch unbedingt besorgen. Also ab nach Hause. Sparschwein geplündert, ab in den Keller. Mein Bonanza-Fahrrad hochgeholt und ab zum Roland-Center. Die Kaufhalle im Roland-Center hatte vorher vorne rechts eine kleine Plattenabteilung. Ich war da locker eine Viertelstunde lang am Suchen, aber nichts. Nichts Sex Pistols, nichts Punk. Also hieß es, den Verkäufer fragen.
Ich hätte gerne die Pretty Reagan Singles von den Sex Pistols. Der sagte, die ist ausverkauft. Und ich dachte schon, was für eine Scheiße. Ich glaube, Dimpelmainz war auch eine Hochdinger-Band. Oh, Dimpelmainz kommt auch aus unserem Jugendzentrum hier. Die sind da damals auch angefangen. Ganz kurz, du kannst ja nicht das ganze Buch wiedergeben, aber wie waren so der Anfang, die Anfänge Anfang 80er, 77 in Hochding? Ja, das ist eine ganz obskure Geschichte immer. Wir haben zum Beispiel unser erstes Konzert, da hießen wir ja noch Normkinder. Wir haben vorher noch nicht mal geprobt. Wir sind nach Grolland, wir hatten einen Termin für ein Konzert, sind nach Grolland gefahren und sind da aufgetreten. Wir haben eine halbe Stunde Freddie Quinn 100 Mal an einem Buffet gespielt, bis die Leute uns gehasst haben. Also die wollten uns verprügeln. Wir waren aber ja schon alle gut angeschickert und hatten uns schon die ersten 10 Dosen Bier weg und haben uns einfach geil gefühlt. Ne? Dann haben wir gerade, weil du das sagtest, du hast hier in der Derfter Straße in der Schule, da haben wir unser zweites Konzert auf so einem komischen Schulfest gespielt. Da kam, bis zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, 3 oder 4 Lieder. Aber das war uns egal, dann haben wir die 5-mal gespielt, dann haben wir eine Viertelstunde Musik gemacht und die Leute fanden es natürlich alle scheiße, aber wir fanden uns alle immer grandios. Der von Overkill, der Stefan hat mir erzählt, die haben auch ihr erstes Konzert in der Delfter Schule gespielt. Die haben zum Beispiel, es hing ein Plakat, eine große bekannte Bremer Rockband würde auf einer Schulfest spielen. Dann haben die gesagt, gut, dann machen wir Vorgruppe, sind dahin ins Büro und dann meinen die, wir haben noch gar keine Band, aber dann macht ihr die Hauptband. Und die hatten aber zu dem Zeitpunkt auch noch nie gespielt, geschweige denn geprobt, aber so sind anscheinend damals alle Bands angefangen. Man hat ja gar nicht groß geprobt, sondern ist gleich aufgetreten und ja, so war das denn, diese etwas durchgeknallte Zeit. Und wie du sagst, Hochding, wir haben uns ja immer im Jugendzentrum getroffen, das war ja so unser Ding da, ich habe geschrieben in meinem Buch, unser Wohnzimmer für Jahre, war eine geile Zeit da, muss man halt das Buch lesen, um diese ganzen lustigen Geschichten da. Und wie gesagt, Dimpelmainz kommen daher, Ad Nauseam in den 90er, die kennst du ja bestimmt auch noch. Ad Nauseam, ich glaube, die waren dann noch sogar bei Nasty Vinyl später mit... Auf Höhni Records haben die ihre... Ja, der Atheist. Genau. Die kennen auch keiner mehr, ne? Nein, sind auch geil. Mit Nülle habe ich noch guten Kontakt, Nülle ist immer noch genauso bekloppt wie früher, also da kam diese Entscheidung zu diesem Buch. Nülle hat Tourbegleitung gemacht bei President Evil aus Bremen. Weiß ich nicht, ob du die kennst, so eine Hardcore-Punk-Band oder so Hardcore-mäßig. Aber die haben in London vor 7000 Leuten als Vorband for Ministry gespielt. Und Nülle als Tourbegleiter sagte mir dann, er stand irgendwann da so vor der Bühne, hat geguckt und hat gedacht, Alter, London, 7000 Leute in so einer riesigen Halle. Und 3 Leute auf der Bühne sind aus Hochding. Krass. Und da bin ich eigentlich so darauf gekommen, mal zu schreiben, ey, dass wir Hochding eigentlich immer geile Bands am Start hatten. Aber das heute ja im Nachhinein überhaupt keinen mehr interessiert, so Hochding oder überhaupt die Bands. Hochding, wenn du in die Presse guckst, heute immer nur schlechtes Image. Aber wir haben fast 20 Jahre eigentlich immer geile Bands am Start gehabt. Dimpelmainz gibt es ja heute noch zum Beispiel. Ob das jetzt unbedingt Punk ist, ist dahingestellt. Das Image war ja immer so die Sache. Hochding gilt ja... Ja, also Hochding ist ja nicht so schlimm wie Teneva, aber Hochding gilt ja schon so als einer der... Als Ghetto. Der, ja, Ghetto-Stadtteile. Was Schwachsinn ist es. Ich bin 2 Jahre, habe ich in der Neustadt gewohnt, sonst lebe ich seit 53 Jahren in Hochding. Und kannst du in jedem anderen Stadtteil wohnen, das ist scheißegal. Klar gibt es hier Ecken, wo du nachts nicht durchgehst, aber die gibt es in jedem Stadtteil. Mal wieder spielten unsere Lokalhelden A5 zusammen mit Hansaplast, Rotzkotz, der moderne Mann und Bärchen und die Müllbubis und 39 Clock. A5 waren wie immer tierisch geil. Rotzkotz spielten gekonnten Punkrock mit englischen Texten. Bärchen und die Milchbubis waren lustig mit witzigen Texten auf Deutsch. Dann sollten 39 Clock spielen und was dabei passierte, zog sich wie ein roter Faden der Bremer Konzerte der nächsten Jahre. Gewalt und Schlägerei. 39 Clocks kamen auf die Bühne. Vorher wurden 3 Synthesizers aufgebaut. Jetzt war natürlich jeder gespannt auf das, was da kommen sollte. Und es wurde scheiße. Nach 2 Liedern wurde das Publikum unruhig und fing an zu buhen. Vereinzelt flogen die ersten Bierflaschen Richtung Bühne. 39 Clocks fing das dritte Lied an und der Sänger bekam eine Flasche voll an den Kopf. Sie versuchten, das Lied versteckt in den Boxen zu Ende zu spielen. Die Bierflaschen, die ihren Weg Richtung Bühne nahmen, wurden immer mehr. Die Band versteckte sich hinter den Boxen und versuchte, das Publikum mit Hilfe des Mikros umzustimmen, bis einer von ihnen den Kopf über die Box steckte und wieder frontal eine Bierflasche an den Kopf bekam und zu Boden ging. 39 Clocks beendete ihren Auftritt an 3 Liedern. Dann kam Hansaplast. Die waren angepisst vom Bremer Publikum und äußerten das auch lautstark. Es begann erstmal eine Diskussion über Toleranz in der Musik, aber das Bremer Publikum ließ sich nicht umstimmen. Was scheiße ist, bleibt scheiße. Die Stimmung war hin und so achtete man kaum noch auf Hansaplast. Was ja früher krass war, Hochding hat ja auch mit früher in der Punkzeit mit Glatzenstress immer ganz schön viel Probleme gehabt.
Ja, die Oberglatzen, so, die so in Bremen irgendwann mal waren, waren ja dann auch meistens aus Hochding. Bis wir irgendwann die Schnauze voll hatten. Die sind fast jedes Wochenende zum Jugendzentrum gekommen oder haben die Leute irgendwo aufgelauert, in die Fresse poliert. Und irgendwann haben wir dann zurückgeprügelt und dann haben wir die einfach hier aus dem Stadtteil gehauen. Denn dann gab hier jahrelang keine. Die sind immer nach Delmenhorst dann gefahren. Nicht? Also in Hochding gab es dann eine ganze, ist ja in dem einen Buch sind ja diese ganzen Zeitungsartikel da. Karl-Lurzig-Straße, hier Spiller, weiß nicht, ob du den kennst, ja, von Emscher Kurve, den haben wir ja an der Karl-Lurzig-Straße seinen Wagen abgefackelt. Erzählt er ja heute auch noch die Story. Weil er die um die Ecke geparkt hat und dann wollten sie da rein, den Leuten welche auf die Fresse hauen, bloß die kamen da gar nicht rein, weil so viele Leute drin waren. Aber so schnell konnten sie auch gar nicht wieder in ihre Autos einsteigen. Und dann hat er ganz groß Eu auf seinen komischen Kübelwagen gemalt und da musste man dann halt ein bisschen Verdünner reinkippen und einen Streichholz hinterher schmeißen. Ne? Gut, dass das heutzutage verjährt ist, nicht, dass wir ja strafrechtliches... Nö, dafür hatte ich ja vor Gericht gestanden. Das ist in einem von den Büchern sind die Gerichtsurteile da drin, aber ich bin freigesprochen worden, also... Ich habe auch die Streichholz nicht geschmissen. Ja, Spiller ist ja inzwischen relativ beliebt in der ganzen Szene geworden. Also auch schon früher als Tourbegleiter von Kassierern. Aber er hat sehr versucht, auch so mit dem mit so einem rechten Glatzen-Image zu brechen. Zu er machen. War der Erste, der ehemalig Nazi war, da aber auch zu gestanden hat und nicht um heißen Brei rumgeredet hat, sondern dann aber auch gesagt hat, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Die Scheiße war einfach kacke. Und deswegen nehme ich so einen Leuten das auch ganz gerne ab, wenn die dann ihre Gesinnung ändern oder so. Heute rennen die auch wieder viele Glatzen von früher durch Hochding. Ich trinke mit denen heute auch wieder ein Bier. Wo sie heute im Nachhinein natürlich sagen, wir waren nie Nazis. Aber das wissen wir dann oftmals doch besser, dass das doch anders war. Du hast vorhin gerade schon erzählt, es ist ein bisschen schwierig, an das Buch richtig zu kommen. Du hast es bisher so für dich und machst Lesungen, aber es ist nicht richtig verlegt und es gibt noch niemanden, der es rausbringt. Nee, das wäre natürlich jetzt hier noch an allen, die vielleicht einen Verlag haben oder die da Ahnung von haben, wie man es vielleicht am besten rausbringt. Dann würde ich es natürlich auch noch selber machen, wenn es nicht ganz so viel Geld kostet. Verlag habe ich noch nicht, habe Verlage angeschrieben, aber null Reaktion bisher. Leute meinten, wir sollten Geld zusammensammeln, so hier auf hier, wie heißt das noch hier? Ja, Kohle zusammensammeln und dann das irgendwie selber rausbringen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, es kommt noch irgendwann einer und der da bringt das dann raus. Ich hoffe es. Wenn dich jemand dann, wenn Corona vorbei ist, buchen möchte oder dich erreichen möchte, um vielleicht mal eine Lesung zu machen, wie macht er das denn am besten? Ja, über meine Kontaktdaten. Du hast die, kannst du gerne da mit reingeben. Kann jeder gerne anrufen oder mailen oder was, ist kein Problem. Und bisher habe ich auch kein Geld genommen. Das ändert sich natürlich irgendwann, dann will ich natürlich das dicke Geld haben. Quasi noch mal unten. Die kann da gerne mit rein, klar. Ja. Dann soweit noch was dir wichtig ist zu Punk damals, heute sozusagen? Nö, eigentlich nicht so, nö. Grüße, letzte Worte? Ja, Grüße. Ja, ich grüße alle. Nee, Henrik auf jeden Fall, nicht? Und Nina, falls du da noch hinfährst. Weil die bei dem Korrupt-Video ja gesagt hat, die unterbewerteste Band aller Zeiten waren die AIDS Cats, da hat sie recht. Und wenn du Nina noch interviewst, frag Nina mal, wie das Hanau-Konzert von uns damals war. Okay, mache ich dann. Weil Nina hat noch paar Tage später noch im Krankenhaus gelegen da unten und wir mussten alle wieder nach Bremen fahren. Ja, das wird Nina den einzigen Pfeiler in der Konzerthalle getroffen hat mit dem Kopf, der da rumstand. Aber kannst du dich mal selber fragen. Okay, gut. Dann danke ich dir recht herzlich. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Haare noch schulterlang, eher länger und das ging ja gar nicht mehr. Also ab zum Friseur und Haare schneiden lassen. Danach ab nach Hause und in den Spiegel geschaut. Mist, die Friseuse hatte nur die Spitzen geschnitten. Also am nächsten Tag nochmal hin. Warst du nicht gestern erst hier? Fragte sie mich. Ich? Ja, aber da sind wir noch zu lang. Die müssen ratten kurz. Also gesagt, getan. Die Haare wurden nochmals geschnitten und jetzt hatten sie die richtige Länge. Mit Rasierschaum konnte man sie auch richtig schön stylen.